wie gute Bilder uns helfen, unser eigenes Älterwerden zu gestalten. Hallo miteinander, mein Name ist Markus Müller und herzlichen Glückwunsch Ihnen, dass Sie sich auf ein hochspannendes Thema, nämlich das Älterwerden, einlassen. Einige Menschen finden, dass das nicht so spannend und nicht so attraktiv ist. Ich glaube aber mit vielen anderen zusammen, dass Älterwerden, das Alter überhaupt, sehr viel besser ist als sein Ruf. Ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind, jetzt in den kommenden Minuten, während wir dieses Video erstellen. Auch dieses Video soll so etwas wie ein Appetitanreger sein. Es ist nicht alles, es sind so einige wenige Gedanken, die uns vielleicht helfen, im eigenen Älterwerden irgendwie kompetenter zu werden. Das Anliegen, schlicht und entspannt ein paar Momente miteinander zusammen zu sein und uns einige Fragen gefallen lassen. Es wird um Bilder gehen. Und wie Sie wissen, Bilder, die wir im Kopf und im Herz haben, die leiten, prägen uns, die helfen uns in die eine oder andere Richtung. Manchmal auch, was das Empfinden, die Gefühlswelt betrifft. Bekannt ist, dass unsere Vorstellungskraft, das, was in uns an Bildern ist, sehr viel mehr Bedeutung hat als zum Beispiel die Intelligenz oder unsere Absichten. Ein kleiner Vorgeschmack für heute. Es ist ein Unterschied, ob Sie älter werden als Abstieg verstehen oder vielleicht doch als ein Aufstieg. Ob Sie älter werden als ein nicht mehr oder vielleicht sogar als ein noch nicht. Ob Sie älter werden als Störung des wirklichen Lebens empfinden oder vielleicht als riesige Bereicherung, wie Sie sie nie erwartet hätten. Das soll am Anfang. Es ist ein Unterschied, ob Sie älter werden eben als Abstieg verstehen oder vielleicht sogar wie die Pflege eines Gartens. Ein Garten, den Sie pflegen, hegen, lieben und mit viel Geduld wachsen lassen, was halt im Garten alles so gedeiht. Zunächst mal einfach fast spaßhaft eine kleine Frage, schauen Sie da genau hin. Ich zeige Ihnen einige Quadrate. Meine Frage, wie viele Quadrate sehen Sie auf diesem Bild? Wenn ich so ab und zu da und dort ein Seminar mache, höre ich verschiedene Antworten. Die erste ist in der Regel 16, dann sagen einige 17. Manchmal kommt dann jemand und sagt, ich aber sehe 21, jemand anders 26. Manchmal muss ich recht lange warten, bis jemand sagt, das wäre dann die richtige Zahl, ich sehe 30 Quadrate. Vielleicht als kleiner Tipp am Rande, auch 4 kleine Quadrate ergeben wiederum ein Quadrat. Auch 9 kleine Quadrate ergeben wiederum ein Quadrat. Damit ist deutlich, wir trainieren uns in Dingen, was das Sehen betrifft. Wir trainieren unsere Augen, das Hinschauen und im Ganzen trainieren wir auch unsere Fantasie. Könnte es nicht nochmal anders sein, als ich mir das alles vorgestellt habe? Auch die folgenden Ausführungen sollen Sie anregen, Bilder in sich zuzulassen und vielleicht zu fragen, welche Bilder können uns helfen im eigenen älter werden. Nun habe ich ja schon ganz kurz vom Garten gesprochen. Rund 75-80% der Schweizer, ich vermute auch in Deutschland ist es so, besitzen einen Garten oder wenigstens eine Reihe von Balkonpflanzen eben draußen auf dem Balkon. Meine Frage, was ist denn in der Gartenpflege überhaupt wichtig? Wahrscheinlich werden jetzt alle Gärtner sofort sagen, dies ist wichtig, jenes ist wichtig, zum Beispiel zur richtigen Zeit zu säen und einzupflanzen oder frühzeitig Unkraut zu entfernen, nämlich bevor das Unkraut Junge kriegt, oder Pflanzen immer mal wieder gießen, vor allem wenn der Sommer sehr heiß ist. Sicher kommt Ihnen viel anderes in den Sinn. Jetzt die Frage. Was würde so etwas im übertragenen Sinne meinen, also im Hinblick auf Ihr eigenes Älterwerden, auf Ihr eigenes Alter? Zum Beispiel das Säen und Einpflanzen. Mögliche Antwort, das Wort Danke oder das Wort Entschuldigung.
sollten diese Worte in Ihrem Lebensgarten nicht gedeihen oder sollten sie noch gar nicht angepflanzt sein, dann wäre vielleicht jetzt der richtige Moment, solche Worte zu sehen und anzupflanzen. Ein Garten ohne diese Blume des Danke oder des Entschuldigungs ist eigentlich ein ziemlich trostloser Garten. Meinen Sie nicht auch? Analog etwa Unkraut entfernen. Überlegen Sie sich kurz selbst, was glauben Sie, was im Älterwerden sowas ist wie das Unkraut. Im Umgang mit alten und sehr alten Menschen merke ich immer wieder, wie wichtig es zum Beispiel ist, dass das Unkraut der Unversöhntheit, das Unkraut der Verurteilung von sich selber oder von anderen, das Unkraut der Undankbarkeit, wenn solche Unkräuter frühzeitig oder das Leben aus Ansprüchen, wenn solche Dinge frühzeitig aus unserem Leben entfernt werden. Schade, wenn solches Unkraut, solche Dinge den ganzen Garten überwuchern. Gut, wenn wir es entfernen, bevor es eben Junge kriegt. Begießen, auch hier. Versuchen Sie doch mal, sich zu überlegen, was könnte das Begießen in Ihrem Lebensgarten sein, vor allem, wenn es heiße Zeiten gibt in Ihrem Leben. Ich nenne Ihnen ein paar Beispiele. Anerkennung, Worte der Hoffnung, Ermutigung, vielleicht sogar mal eine Berührung tun Ihnen möglicherweise sehr gut. Und Sie wissen, was Ihnen gut tut, das tut auch Ihrem Umfeld in der Regel sehr gut. Begießen Sie solche Pflanzen bei sich, damit sie ja recht niemals verdorren. Im Folgenden möchte ich Ihnen gerne einige weitere Bilder nahelegen, vorstellen, immer im Hinblick darauf, dass Ihr Älterwerden eine gute Sache wird, dass Sie Ihr Älterwerden gut pflegen, gut gestalten und so richtig lieben können. Ich wünsche Ihnen das. Zuerst noch mal kurz das Bild des Gartens. Hier sehen Sie zunächst die Pracht eines richtig gepflegten, blühenden Gartens. Wie schön, wenn unser Lebensgarten des Alters, des Älterwerdens vergleichbar ausschaut. Ob Sie das möchten? Ich vermute es fast. Ich habe mal so einen Garten mehr skizziert, ausgefüllt, gezeichnet. Und Sie sehen darin Blumen und Pflanzen, die ich gerne in meinem Altersgarten pflegen möchte. Dazu gehört, Sie entdecken sofort auf dieser Folie, dazu gehört etwa Hoffnung. Dazu gehört Identität, also wer bin ich? Dazu gehört eben Dankbarkeit. Vielleicht die Unterscheidung von innerem Menschen und äußerem Menschen. Lebensende oder Sterben als Teil des Lebens, Umgang mit Schwäche und Verletzlichkeit, versöhnt leben, all das sind so unterschiedliche Gartenbeete, die gepflegt und geliebt werden wollen. Ich lasse Sie gerne mal hinschauen auf diese Folie, wenn Sie das Arbeitsheft vor sich haben, schauen Sie da genau hin, welche Gartenbeete es so gibt. Wir wollen sie pflegen. Ich möchte mein Altersgarten pflegen. Versuchen Sie mit einem Freund oder einer Freundin, vielleicht mit einem Kreis von Gleichaltrigen, vielleicht sogar mit Nachbarn, vielleicht einfach mal, wenn Sie im Zug unterwegs sind, versuchen Sie über solche Dinge ins Gespräch zu kommen. Ihr persönlicher eigener Lebensgarten, darum geht es. Jetzt die Frage, was könnte es konkret heißen? Wenn Sie draußen einen Garten pflegen, dann gibt es verschiedene Tätigkeiten, zum Beispiel den Garten umgraben, planen, kombinieren, säen, einpflanzen, wann soll das sein, den Garten düngen, Unkraut jäten, Schnecken entfernen, den Garten gießen, das Gepflanzte wachsen lassen, gemeinsam bewundern, genießen, ernten, verfügbar machen, was da gewachsen ist, weitergeben und sicher können Sie viel anderes sagen. Und jetzt die Frage, was könnte das heißen, den Garten umgraben? Als Idee? Einfach mal so ein paar Dinge, die bisher im Dunkeln Ihres Lebens waren.
vielleicht den Mut zu haben, das, was dunkel ist, aufzudecken. Ich habe als Jugendliche viel gepflügt auf der Landwirtschaft. Für mich war das immer wieder ein Ereignis, was da alles hervorgepflügt worden ist. Schöne Sachen und ungute Sachen. Nur was auf dem Tisch liegt, kann ich bearbeiten. Deshalb haben Sie Mut, mal umzugraben, mal zu pflügen. Und wer weiß, welchen Gewinn Sie davon haben. Planen, kombinieren. Was tue ich zum Beispiel im Hinblick auf meine Pensionierung? Pensionierung will vorbereitet sein. Nicht nur finanziell, sondern auch, was mein Lebensstil betrifft. All das, was ich vorhabe und vielleicht bewusst nicht vorhabe. Okay, jetzt habe ich das mit dem Garten etwas ausführlicher gemacht. Vielleicht sagen die einen oder anderen, also meine Frau liebt den Garten, aber ich überhaupt nicht. Mit dem Bild kann ich nichts anfangen und will ich nichts anfangen. Ich mache Ihnen deshalb den Vorschlag von einigen weiteren Bildern. Und für die Männer, die sagen Garten gar nicht, aber ich habe eine Werkstatt im Keller, für solche Männer würde ich gerne so ein Bild vorschlagen wie die Werkstatt. Vielleicht ist älter werden wie das Schaffen in meiner Werkstatt im Keller. Bedenken Sie die Übertragung auf Ihr eigenes Leben, vielleicht alle 3 Monate einmal zusammen mit einem Freund. Was könnte das heißen, das Schaffen in der Werkstatt? So alle 3 Monate mal eine Übertragung, Wagen schaffen in der Werkstatt. Was geschieht da unten eigentlich im Keller? Woran arbeiten Sie gerade? Welche Werkzeuge brauchen Sie? Welche Werkzeuge verwenden Sie gern? Welche Werkzeuge wären wichtig, aber die besitzen Sie noch nicht? Und überlegen Sie sich, wann kann ich sie anschaffen? Werkzeuge, um gut älter zu werden, um ein gelingendes Alter zu haben. Ich übertrage es einen Moment lang. Wissen Sie gerade, woran Sie in der Werkstatt im Keller arbeiten? Ich vermute, Sie wissen das sehr genau. Wie weit Sie gerade sind mit diesem Schränklein, mit diesem Regal oder was immer Sie gerade haben. Welche Instrumente Sie besitzen oder nicht besitzen, die Säge, der Hammer, die Feile, der Schraubenzieher. Ich bin überzeugt, Sie können damit sehr gut arbeiten. Die Frage im übertragenen Sinn, was entsteht gerade in Ihrem Leben? Was darf gerade entstehen? Woran arbeiten Sie gerade? Was fällt Ihnen leicht? Was fällt Ihnen schwer? Wo bräuchten Sie Hilfe? Wo gibt es auch mal jemand, der Ihnen über die Schulter schaut, weil er weiß, bei dem kann ich ganz viel lernen? So auch beim Älterwerden. Vielleicht gibt es Menschen, die Ihnen über die Schulter schauen, wie Sie das gut machen und hinkriegen mit dem Älterwerden. Vielleicht sagen Sie aber auch, dies und jenes Instrument fehlt mir. Benennen Sie es, sagen Sie es. Vielleicht weiß jemand gut Bescheid. Vielleicht kann Ihnen jemand einen Tipp geben, vielleicht etwas ausleihen, damit Sie feilen können. Zum Beispiel an Gewohnheiten. Da muss manchmal gefeilt werden. Vielleicht müssen Sie sich vom einen oder anderen trennen. Da ist die Säge sehr geeignet. Ein paar Dinge, morsche Äste müssen abgesägt werden. Vielleicht muss etwas festgeschraubt werden. Sie kennen das vielleicht, dass der eine oder andere manchmal sagt, bei dem ist eine Schraube locker. Ich mache Ihnen Mut, dort, wo Schrauben locker sind, den Schraubenzieher zur Hand zu nehmen und eine Verschraubung vorzunehmen. Es gibt bestimmte Dinge im Älterwerden, die müssen gut verschraubt werden. Sie können gerne weiterdenken. Machen Sie es analog zum Garten und machen Sie eine gleichartige Übersicht, was das eine oder andere bedeuten könnte. Ein nächstes Bild, ein drittes Bild. Altern, ich habe es in einem anderen Video schon angedeutet, Alter ist wie die Eroberung eines bisher unbekannten Kontinentes. Gerne stelle ich Ihnen auch hier die möglichen Fragen. Wenn Sie mögen, etwas Zeit haben, bearbeiten Sie diese Fragen auch wieder im Arbeitsheft. Etwa, was könnte sich der Kolumbus gedacht haben, als er aufgebrochen ist?
Es könnte sich der Kolumbus und seine Freunde überlegt haben, was brauchen wir unverzichtbar? Vielleicht hat er sich und seine Freunde überlegt, was müssen wir üben, damit wir die Strapazen überhaupt aushalten. Frühzeitig üben. Vielleicht hat er sich das alles vorgestellt, was wir dann machen, wenn wir da oder dort ankommen. Vielleicht, als er angekommen ist, hat er sich gefragt, was haben wir eigentlich gut gemacht, was haben wir nicht so gut gemacht, was hat sich bewährt, was hat sich nicht bewährt, wo müssen wir uns verändern, wo ist es dringend, dass Veränderungen stattfinden. Also, ich habe Ihnen ein paar Fragen genannt. Wohin soll es gehen? Wohin brechen wir auf? Was dürfen wir niemals vergessen? Wie sollen wir uns kleiden und ernähren? Was müssen wir trainieren? Wie soll unser Team zusammengesetzt sein? Wer trainiert uns? Welche Grundregeln gelten in unserem Miteinander? Was machen wir bei Rückschlägen, bei Überraschungen? Wie ist der Kontakt mit dem Herkunftsland? Was bewährt sich? Und was werden wir tun, wenn wir bestimmte Dinge einfach nicht erreichen? Vielleicht fragen wir uns sogar, dies oder jenes werden wir nicht erreichen. Und das ist auch ganz in Ordnung so. Im Folgenden 4 weitere Bilder. Leitfaden für Ihr eigenes, mein eigenes Älterwerden. Nicht alle Bilder sprechen uns gleich an. Wählen Sie vielleicht eins. Wir hätten unser Ziel erreicht, wenn Sie wenigstens eins dieser Bilder zum Leitfaden für Ihr eigenes Älterwerden hernehmen würden und das immer wieder vertiefen würden. Es lohnt sich, solche und ähnliche Leitfäden zu haben im Leben, in der Pflege des eigenen Älterwerdens. Bild 4. Alter ist wie das Begehen eines Pilgerweges. Es gibt einen Pfarrer in Trimmis im Kanton Graubünden, der hat einen Pilgerweg gemacht. Und er formulierte dann, Pilgerweg ist so etwas wie ein Lebensweg en miniature, also in Miniaturausgabe. Die 5 von ihm besonders wichtigen Bilder deuten darauf hin, der Weg, Pilgern auf einer geraden, geteerten, langen Straße ist langweilig. Im Leben allerdings hätten wir es ja gern, gerade, bequem, schnell. Pilgern ist was anderes. Es gibt Abwege, es gibt bergauf, bergrunter, es gibt Kurven, es gibt Schluchten, es gibt reizvolle und weniger reizvolle Dinge. Man muss schwitzen, vielleicht mal einen Misserfolg eingestehen, bergauf, bergab. Pilgern, in jedem Fall, so scheint's, sehr, sehr reizvoll. Ich könnte Sie fragen, was bedeutet dieses Auf und Ab, das Quer, Ein und Aus, das Kreuz und Quer im eigenen Älterwerden? Wie sieht es bei Ihnen aus? Haben Sie Freude, sagen Sie ja, oder ist es nur schwierig? Die Brücke. Man gelangt von einer Seite eines Flusses auf die andere. Gibt es die Brücke nicht? Dann gibt es vielleicht manchmal lange Umwege. Vieles muss überbrückt werden, auch im eigenen Leben. Es gibt Lebensübergänge. Pensionierung habe ich schon mal erwähnt. Lebensübergänge. Welche Brücken haben wir? Oder ist das andere Ufer völlig unbekannt? Ich glaube, es ist wichtig, dass dieses Ufer bekannt ist. Der Wechsel von Lebensphasen, die gibt es auch nach 65. Mehrere Wechsel von Lebensphasen. Immer auch wieder mit Krisen verbunden. Welche Hilfen, welche Brücken gibt es? Der Pfarrer von Trimmis hat dann auch von Lücken im Pilgerweg gesprochen. Zum Beispiel ein Schneefeld, vielleicht ein Schuttfeld. Schwierig, darüber zu kommen. Manchmal muss man einen Umweg machen und man ist schneller, wenn man es so macht. Einen anderen Weg wählen. Manchmal steht man im Leben einfach da und weiß buchstäblich nicht weiter. Vielleicht braucht es einen Mensch, der mir zeigt, welchen Weg ich gehen kann. Trauerprozesse sind solche Momente. Es braucht auch Zeit. Pilgern ist keine Hektik. Weiteres Merkmal, schließlich die Wegweiser. Unglaublich wichtig, dass es Wegweiser gibt, dass die Wege ausgeschildert sind.
Der Jakobsweg ist ein gut ausgeschilderter Weg. Und trotzdem gibt es immer mal wieder, dass Wegweiser verdreht sind, dass Wegweiser verborgen sind. Das sind dann schwierige Momente. Ich brauche etwas Geduld, um zu fragen, wohin geht der Weg jetzt? Auch im eigenen weit älter werden. Was könnten Wegweiser meinen und bedeuten? Schließlich das Bänkchen. Es gibt Bänkchen, da ist draufgeritzt, nimm Platz. Wer im Leben nicht lernt, auch mal Platz zu nehmen, auszuruhen, der verpasst etwas. Ich glaube, schon vor der Pensionierung, da und dort hilft es sehr, mal auf einem Bänklein Platz zu nehmen, vielleicht etwas nachzusinnen und sich zu fragen, wohin bin ich eigentlich gelangt und wie geht der Weg weiter? Wie gut, wenn es Freunde gibt, die mit dabei sind. Bild 5, das Alter als Champions League des Lebens. Der Sport, vor allem der Mannschaftssport, gibt uns ganz viele Hinweise, wie das mit dem Älterwerden ist. Auch das geht nie allein. Ich fand das mit der Champions League, die es in verschiedenen Sportarten gibt, so spannend, dass ich selber ein Buch darüber schreiben musste. Die Champions League gibt es eben nicht nur im Fußball, Handball, Eishockey, Tischtennis, was auch immer, sogar im Segeln gibt es eine Champions League. Älter werden als Champions League des Lebens. Die beste Phase, da will ich dabei sein, da will ich hin. Kein Sportler, der dies nicht möchte, kein Sportfan, der das nicht gerne anschauen möchte, wie das ist und wie das läuft. Tägliche Arbeit ganz bestimmt. Alle, die teilnehmen, die wissen, es ist ein Vorrecht, hier mitmachen zu dürfen. Alles ist mit Gefühl, mit Hoffnung, mit harter Arbeit verbunden. Nicht nur Spieler, sondern auch eine ganze Mannschaft ist beteiligt, Fachleute, Hilfskräfte, Journalisten, Zuschauer. Und im Übrigen gilt, Geld ist nicht alles. Was ist selbstverständlich? Selbstverständlich sind Siege und Niederlagen. Die Einstellungen in meinem Kopf, das Mentale, ist mindestens die halbe Wette. Welche Bilder ich eben habe, wie bereite ich mich vor, wenn es einmal so weit ist? Kenne ich die Gegner, die Feinde, das, was ich zu überwinden habe? Manchmal sind es richtig gehend zerstörerische Kräfte, die hier im Spiel sind. Nutze ich, so sehe ich immer wieder beim Fußball und Eishockey, nutze ich unerwartete Momente? Kenne ich die Regeln? Weiß ich um einen guten Trainer? Freue ich mich auf die kommenden Spiele? Es gibt übrigens auch ein Endspiel. Das sollte nicht vorzeitig abgebrochen, aber auch nicht beliebig verlängert werden. Schließlich eine letzte Frage von mir. Haben wir gelernt, Siege zu feiern? Ich finde, dass da, wo das Bild der Champions League des Lebens mich leitet, dass mein Älterwerden einfach leichter wird. Bild 6. Das Älterwerden als Flug mit mir selber im Cockpit eines Flugzeuges. Ich zeige es Ihnen einfach ohne viel Kommentare. Neulich war es ein ehemaliger Swiss-Pilot, der mir einige wichtige Dinge erklärt hat, was so im Cockpit eines Flugzeuges, ich könnte jetzt übertragen, im Cockpit eines älter werdenden Menschen Wesentliches ist. Instrumente, sind sie vorhanden, sind sie tauglich? Ist das Ziel der Reise eigentlich klar? Oder lebe ich so in den Tag hinein und weiß gar nicht, wohin es führt? Wie bereite ich mich auf Turbulenzen vor? Bin ich gewappnet? Ist das Teamwork sichergestellt? Die Sicherheit überprüft? Vertrauen in die Fluglotsen da oder weiß ich alles besser? Gibt es einen Plan B, wenn Plan A nicht möglich ist? Wie übertragen Sie dies auf Ihr eigenes Älterwerden? Haben Sie Ideen? Versuchen Sie es. Teilen Sie es uns mit, wenn Sie mögen. Ich nenne Ihnen schließlich ein letztes Bild, das Alter als Bergtour. Ein schwedischer Film- und Theaterregisseur, Ingmar Bergman, der sagte einmal, ich lese Ihnen das Zitat vor, alt werden ist wie auf einen Berg steigen. Je höher man kommt,
desto mehr Kräfte sind verbraucht, aber umso weiter sieht man. So könnte es in der Tat sein. Ich zeige Ihnen zum Abschluss die Folie. Tauschen Sie doch mit Freunden, mit Bekannten aus, wie Ihre Bergtour des Älterwerdens ausschaut. Wo, könnte ich fragen, stehen Sie in der Vorbereitung? Auch bei Ihnen gibt es im ganz normalen Leben geruhsamere Abschnitte und anstrengendere Abschnitte. Können Sie fragen, was war in Ihrem Leben eher geruhsam und wie haben Sie anstrengendere Abschnitte gepackt? Die Beobachtung, wir wiederholen gerade im Älterwerden Dinge, die wir schon unser ganzes Leben lang getan haben. Schauen Sie, wie Sie das gemacht haben. Überprüfen Sie, ob die Art und Weise, wie Sie heikle Lebensphasen überwunden haben, ob diese Art und Weise auch tauglich ist in Ihrem Älterwerden. Was sehen Sie bereits als Aussicht? Vielleicht als 55-Jähriger, als 65, 75-Jähriger, 85-Jähriger. Was haben Sie für eine Aussicht? Was sehen Sie? Einzigartig, was Menschen manchmal erzählen. Wie übertragen Sie das Gipfelkreuz, könnte ich Sie als letztes fragen, das Gipfelkreuz auf Ihr eigenes Älterwerden. Welche Bedeutung hat das Ankommen am Gipfel? Ist jetzt alles zu Ende? Können Sie noch sehen? Sehen Sie weiter? Der blaue Himmel auf unserer Folie? Welche Vorstellungen haben Sie im Hinblick auf die Frage, wie geht es denn weiter nach dem Tod? Mit wem zusammen möchten Sie die Ewigkeit verbringen? Möchten Sie sie überhaupt? Sind Sie sicher, dass Sie die Ewigkeit in guter Weise verbringen können? Eine Reihe von Fragen, die ich sehr gerne gerade mit Sterbenden und sehr alten Menschen austausche. Und ich habe bisher nie erlebt, dass Menschen darüber nicht reden wollen. Ist Älterwerden, könnte ich fragen, nicht eine himmlische Angelegenheit? Sind Sie darin sicher? Wir ermutigen Sie, mit Freunden darüber zu reden. Es kann sein, dass dieses Video etwas länger geworden ist. Sie merken, wie angetan ich davon bin, dass uns die richtigen Bilder im Älterwerden leiten und helfen. Welche Bilder dürfen das? Wer nur die Vorstellung hat, Alter ist ein Abstieg, der wird kein glückliches Älterwerden erleben. Im Übrigen sagt uns die Statistik, dass glückliche Menschen im Durchschnitt 7,5 Jahre länger leben als unglückliche. Jetzt ist die Frage, was Sie möchten. Nochmals der Satz, wir werden mehr von Bildern geleitet, die wir uns in uns tragen, als wir von guten Absichten und von unserer Intelligenz geleitet und gesteuert werden. Deshalb eben die Frage, welche Bilder tragen Sie in Ihren Gedanken, welche Bilder tragen Sie in Ihrem Herzen? Haben Sie den Mut, mal umzugraben, mal die Bilder zu benennen, auszutauschen? Und, kann Sie nur fragen, sind Sie dabei, auch weiterzumachen in dieser ganzen Frage des Älterwerdens? Ich lade Sie ein. Wenn Sie mögen, kommentieren Sie das, teilen Sie uns das mit, was Sie denken zu diesen Bildern. Und wenn Sie ein neues Bild haben, benennen Sie es, erzählen Sie es weiter. Und wenn Sie mögen, unterstützen Sie uns gerne auch finanziell. Wir sind sehr, sehr dankbar, auch wenn es nur ein Betrag ist in der Höhe eines Cappuccinos oder eines knusprigen Brotes. All das hilft uns sehr. Haben Sie ganz herzlichen Dank. Danke, dass Sie dabei waren. Wer weiß, vielleicht ein andermal. Auf Wiedersehen.